zusammen. Na, wie geht's euch? So, wer ist schon alles da? Hier Wanderfalke, Panflötentrauma, Niki Berli, hallo. Ja, wurde ja schon gefragt, wie faul wir heute sind. Das war absolut ernst gemeint. Rano, hallöchen. Nee, ich habe ja erzählt gehabt, ich bin ja heute, also ich war jetzt von Montag bis Mittwoch von der Arbeit auf so einer Tagung in Dresden und ich bin heute heimgekommen. So, wir hatten noch bis Mittag quasi Fachprogramm und dann bin ich heimgefahren und war jetzt relativ lang unterwegs, da irgendwie viel viel los war auf den Straßen. Dann hat mich mein Navi schon anders geführt, weil irgendwo wieder Sperrungen gewesen wären, was weiß ich was, und deswegen langt es mir heute ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen fertig. Deswegen heute ganz entspannt und ganz einfach. So ist heute der Plan. Wie war euer Tag so oder eure Woche bisher so? Wir haben uns ja noch nicht gesehen, noch nicht gehört. So, wie war eure Woche, euer Wochenstart? Also wie gesagt, ich war in Dresden, war cool so, war auch, also wir hatten so eine Mischung aus Fachprogramm und am Abend so, ich sag mal, Spaßprogramm. Also wir haben uns auch so ein bisschen die Stadt angeguckt, haben so eine Bootstour gemacht, halt in unterschiedlichen Restaurants gegessen und so. Also war sehr, sehr schön, war auch cool gemacht, aber es ist trotzdem irgendwie dann anstrengend. Also schnell, ja, wir versuchen es mal. Heute wird versucht, schnell zu kochen. Hallo there, Alpha Clan, hallöchen, wie geht's dir? Bin froh über Wochenende, ich auch. Und es ist erst Mittwoch, aber auf der anderen Seite ist es schon Mittwoch. Wir haben die Hälfte schon geschafft, wir haben nur noch 2 Tage vor uns. Also wir kriegen das hin. Ich sag euch mal ganz kurz, was wir alles brauchen. Also ich habe, wartet, ich leg die mir hier hin. Ich habe Kartoffeln. Das sind schon über 500 Gramm. Ich habe das extra gewogen vorhin, weil es so Monsterkartoffeln sind. Dann habe ich 2 Karotten. Und, naja. Eine Zwiebel habe ich auch. Das ist das, was wir so an Gemüse brauchen. Timson, vielen lieben Dank für deinen Resub im 5. Monat schon. Mensch, Dankeschön. Warte, ich schreibe dich direkt auf. Hier, nicht, dass ich das vergesse. Wir müssen nur noch 4 Tage die Woche arbeiten bis Ende Oktober. Ja, stimmt. Okay. Oh Gott, wie schlecht. Sorry, mein Mod hat mir gerade das vorgelesen. Ich war gerade nicht multitaskingfähig. Er war ein bisschen so in so einem Zeitungsartikel. Wir sehen heute also Tränen. Ne? Ich hoffe nicht. Oder willst du mich weinen sehen? Du bist auch nur im Essen. Natürlich, hallo? Das ist ja wichtig. Das ist ja wichtig. So, dann habe ich noch Sahne da. Eine Semmel. Wir versuchen das ja heute in die Semmel reinzumachen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Und dann noch Gemüsebrühe. Bin auch mal wieder kurz da. Das freut mich, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Alles gut? Ich fange einfach schon mal an, kurz hier Gemüse zu schälen. Dass wir das schon mal gemacht haben. Das Gute ist irgendwie, wenn das so große Kartoffeln sind, das geht, glaube ich, recht einfach. Oder recht schnell, sagen wir es so. Einfach und schnell. Beides. Hier, ich kann direkt mal... Oh ne, warte. Essen ist die wichtigste Mahlzeit am Tag oder so. Ja, genau. oh Gott. Daniel Lahi. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Was wollte ich sagen? Ah ja, hier. Ich kann jetzt noch kurz Werbung machen. Ihr wisst, ich bin absolut gut in sowas. Also, wenn ihr überlegt, noch zu subscriben. Wir haben noch haben wir September. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich immer gerne tun. Jetzt gerade spart ihr noch Geld dabei. So. Alles so wie bei dir auch, wie immer? Ja, also wie gesagt, ich war in Dresden, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, von ab Montag bis jetzt heute, bin heute wieder vor, ja, 2 Stunden ungefähr nach Hause gekommen. Deswegen leicht fertig, aber alles gut. So, ist nur, war ein langer Tag schon. Guten Abend, wie war die Schulung? Ja, war gut, also war keine Schulung in diesem Sinne, war mehr so eine Art Tagung mit so Fachvorträgen und so, aber war gut. War auch ganz cool, weil man so mit sich so ein paar Leuten austauschen konnte. Also war echt nicht verkehrt. Und auch so das Rahmenprogramm, sage ich jetzt mal, war ganz cool gemacht.
Ich weiß nicht, wer von euch Dresden kennt oder in Dresden war. Wir waren, also wir haben halt so ein bisschen so, wir haben so eine Stadtführung halt auch bekommen. War ganz nett. Halt so die, ja, so die Kirche angeguckt, den Zwinger und so weiter. Dann gestern eben noch so eine Bootstour mitgemacht. Ja. Und halt, wie gesagt, Essen. Nika Schnuffi, Extremerlöchen, wie geht's dir? Wir nehmen am Brötchen keinen Suppenteller dreckig zu machen. Ja, das ist der Plan heute. Also ich habe ja gesagt, ich möchte das ausprobieren. Ich habe im Notfall hätte ich theoretisch auch noch so ein kleines Brot da. Aber ich habe ja gesagt, so mit Brot kenne ich und weiß ich, dass das funktioniert. Aber ich wollte das ja im Brötchen mal machen. Da war es ja gar nicht so weit weg von mir. Leipzig. Ah, krass. Ja, stimmt. Ja. Ja, aber es war heute, also es war, ich meine, heute ist Mittwoch, nicht so wirklich viel los, aber irgendwie auch doch wieder, weil bin mit Navi gefahren und ich war noch nicht lange unterwegs und dann hat mir mein Navi schon gesagt, ja, irgendwo ist eine Vollsperrung oder irgendeine Sperrung und dann hat es mich nämlich schon direkt anders geleitet. War gut, also ich hatte dann keinen Stau oder so, aber bin halt dann fast eine Stunde länger unterwegs gewesen, so. Aber was will man machen, ne? Guten Abend, Tommy, Hallöchen, wie geht's? Mir geht's gut, Folge von einem großen selbstgemachten Smoothie. Oh, gut. So Gemüse oder mehr so Obst-Smoothie? So, also insgesamt sind es, glaube ich, nur 4 Kartoffeln, die ich schämen muss. Aber dadurch, dass es solche Oschis sind, reicht das tatsächlich auch. Da stand nämlich, im Rezept stehen irgendwie 500 Gramm Kartoffeln. Und ich kann das ja immer gar nicht einschätzen. Jetzt habe ich vorhin die einfach mal kurz auf die Waage gelegt und das war schon deutlich drüber. Ich habe mir gedacht, gut, ein bisschen was schäle ich noch weg. Aber also es sind auf jeden Fall mindestens 500 Gramm Kartoffeln. Damit soll es reichen. Moin, niemand macht bessere Kartoffelsuppe als meine Oma. Montis, das glaube ich dir sofort. Das ist doch immer so mit den Omas und den Mamas, die kochen einfach so gut. Macht ihr irgendwas Bestimmtes mit, oder also in ihre Kartoffelsuppe rein oder einfach nur geil? Mehr Obst wäre leckerer, macht er für Gewissen noch Spinat rein. Okay, aber Hauptsache es schmeckt. Das ist auch wichtig. Muss gestehen, ich bin gar kein Smoothie-Trinker, weil ich die Konsistenz immer nicht mag. Aber ja, ich habe so ein Problem, wenn das so, also bei allgemein so dickflüssige Getränke mag ich irgendwie nicht. So, das ist, weiß ich nicht. Das ist irgendwie nicht meins. Sonst so, finde ich die Idee vom Smoothie eigentlich super cool. Aber ich mag das nicht, wenn man dann so Stückelchen, also so halt trotzdem noch so diese Mini-Stückchen hat und sowas. Könnt ihr mich mitjagen. Huch. So. Muss ich kurz gucken, nicht, dass ich irgendwas verpasst. Keine Ahnung, leider lebt sie nicht mehr. Oh, okay. Sorry. Seele, guten Abend. Wie geht's? Was sind so unsere Zutaten außer Kartoffeln? Karotten, Zwiebel, also hier die 2 Karotten noch, eine Zwiebel, ein bisschen Sahne und Brühe. Mehr kommt tatsächlich nicht rein. Ja, moin Nika, nice, Kartoffelsuppe klingt gut. Ja, finde ich auch wegen Pepsi. Das ist so irgendwie so ein einfaches Essen, aber eigentlich ganz geil, ne? Also finde ich. Ich hoffe, ihr mögt die auch alle. Aber das ist, ich vor allem jetzt, geht eigentlich schon Würstchenstücke nicht. Ich habe keinen da. Gott, jetzt dachte ich gerade, es schneit, aber es sind Blätter vom Baum gefallen. Ich war so, hä, was fällt denn da jetzt gerade runter? Ich wollte eigentlich noch so Schinken anbraten und den mit reintun, aber habe ich leider keinen da. Ich dachte, ich hätte noch einen. Also ich war fest davon überzeugt, dass ich noch einen im Kühlschrank habe. Aber ich habe vorhin reingeguckt, weil ich alles rausgetan habe. Irgendwie war dem nicht so. Upsi. Deswegen kein Wienerle, keine Würstchen, kein Schinken. Ja. Habe ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mich vertan.
Im Brötchen, das kenne ich gar nicht. Ja, also im Brot kenne ich es. Im Brötchen habe ich es auch noch nicht gemacht. Wollte ich aber mal probieren. Was hat deine Schwester zum Essen am Sonntag gesagt? Ja, war gut. Ich habe ihr tatsächlich auch das meiste mitgegeben danach. Weil ich ja am Montag Vormittag schon nach Dresden gefahren bin und das ja viel zu viel war. Und wir das nicht auf einmal wegbekommen haben. Und dann hat sie es mitgenommen. Oh Gott, da war ich auch nicht sicher. Mit Brötchen, ich kenne das auch nur im Brotleib. Ja, ich theoretisch auch. Aber ich habe mir gedacht, das müsste doch auch funktionieren. Da war der Dino Nugget Burger wohl eher nach meinem Geschmack. Oh. Speck gehört da rein und Mayo ran. Ist also aufgefallen, dass die Wiener da angemacht haben? Ja, ist aufgefallen hier. Kannst du nicht mehr vertuschen. Ja, was mir gerade einfällt. Ich habe übrigens immer noch die Community-Herausforderung am Laufen. Wenn ihr da Lust drauf habt und noch Kanalpunkte übrig habt, das weiß ich natürlich nicht, könnt ihr da gerne spenden, wenn ihr da Bock drauf habt, so ein Exit-Game mal mit mir zusammen zu spielen. Nur so am Rande gesagt. Kartoffelsuppe im Brötchen, das ist der Plan, ja? Blindmaschinen. Ja, wir probieren das jetzt heute mal. Brotlein hat dafür meist eine Dinge, ich bin gespannt, ob das Brötchen da mithalten kann. Ja, wir gucken mal. Im Brötchen wird das nicht so daran, beziehungsweise die Kruste nicht dick, nicht dicht genug. Also wir schauen mal, wir schauen mal. Ja, seid mal ein bisschen positiver hier. Mensch, ihr müsst doch da dran glauben. So, jetzt kommt die Zwiebel. Ich hoffe, dass ich nicht weinen muss. Ich möchte heute nicht weinen. Wie gesagt, im Notfall, wir haben auch noch einen Teller oder ein Brot, aber wir probieren es im Brötchen. Zeig uns doch mal bitte das Brötchen. Habe ich schon hier bereitgelegt. Du schaffst das, Dankeschön. Das standhalten soll, ja, gucken wir mal. Die Brötchen von vor 3 Tagen vom Bäcker gekauft, das hat sie noch kurz abgestaubt und zack, so funktioniert das auch. Ach so. Ha. Kannst du nicht mal die ganzen Tricks hier verraten? Nee, das ist tatsächlich frisch von heute. Ein frisches Brötchen habe ich hier gekauft. So. Schauen wir mal schnell. Bin skeptisch, weil an beiden Enden eine Öffnung ist. Nur mit welchen? Mit weichen. Ja, ich hätte aber halt, ich hätte den Deckel quasi runtergeschnitten. So ein bisschen, dass man... Wie soll ich sagen? Also relativ halt oben sozusagen. Und dann halt versucht auszuhöhlen, wie man es halt mit dem Brot auch macht. Und da dann reinfüllen. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Wenn nicht, ich mache vorsichtshalber einen Teller drunter. Anja, what the fuck, weiß nicht mal, wer du bist. Tja, dann schaust du definitiv nicht oft genug rein hier. Das müssen wir ändern. Beziehungsweise du. So, oh, die beißt doch ein bisschen. Ich brauche vor allem noch eine Schüssel. Wieso habe ich denn heute eine Schüssel da stehen? Ist sie sauber? Ja. Bitte auf den Teller. Obwohl, bessere Clips könntest du ohne Teller geben. Ja, das ist mir schon klar. Und wie viel Geld hast du schon in FIFA-Packs investiert? Keinen einzigen Cent. 4 Wochen, alles, was ich gelernt habe, man kauft nur die Dino-Nuggets. Ja, richtig, das war eine sehr wichtige... Ja, kann ich machen. Hier, das war eine sehr wichtige Lektion. Dino-Nuggets sind die besten. Nee, mein Mott hier gerade schon wieder. Nee, die im 5-Kilo-Beutel nehmen. Ich so, nein, die Dino-Nuggets. apropos FIFA, zocken, was auch immer. Ich habe ja auch eingeplant, dass, oder habe zumindest vor, sagen wir es mal so, die nächsten Wochen auch ein bisschen New World zu spielen. Das ist ja jetzt rausgekommen. Gestern? Vorgestern? Gestern. Ja. Und ich habe es ja auch schon vorbestellt oder gekauft gehabt. Und habe ich auf jeden Fall auch vor, ein bisschen im Stream zu spielen. Mal schauen, wann und wie.
Vielleicht ersetzen, was heißt ersetzen? Also machen wir auch mal anstatt ein paar Kochstreams ein paar Gaming-Streams. Ich glaube, es könnte ganz witzig werden. Chris, Anna, Sauerkraut, Hallöchen. Omas Dino-Nuggets, genau. Das spielen gerade alle. Ja, ist richtig, aber es halt jetzt auch gerade erst neu rausgekommen ist und ja im Vorfeld auch schon total gehypt wurde. New World, der Warteschlangen-Simulator. Wieso Warteschlangen-Simulator? Ach so, weil die Server, weil man nicht auf die Server gekommen ist. Ja, ich konnte es ja bis jetzt noch gar nicht spielen, weil ich, wie gesagt, hier in Dresden unterwegs war. Aber ich habe es mitbekommen, ja, dass es wohl gestern ziemliche Probleme gab. Boah, die beißt gerade richtig. Huiuiui. Ja, wie fühlt sich an, die schönste Sendefrau der Welt zu sein? Oh, Sakko, danke schön. Fühlt sich hervorragend an. Die Hälfte der Leute steckt in der Warteschlange fest. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Das ist nicht cool. Aber, weiß ich nicht. Kann ja fast nur besser werden, oder? Muss besser werden. Schneit das etwas schon bei euch? Ohne Scheiß, ich habe vorhin auch so rausgeguckt, weil ich irgendwie nur so im Augenwinkel gesehen habe, dass irgendwas runtergefallen ist. Aber es regnet gerade einfach relativ stark und wenn der Wind geht, da fallen gerade noch die Blätter vom Baum. Ich habe es mir vorhin auch gedacht, dass was fliegt denn da jetzt runter? So. Aber nein, es sind nur die Blätter vom Baum. Lasi, hallo, wie geht's? Schön, dass du reinguckst. Da kommen mir sogar die Tränen, ja. Ich dachte schon, wo hast du das Messer her? Ey, habe ich auf Amazon gekauft? Das ist ein Wüsthofmesser. Alles top, selbst auch, ja. Bisschen müde, bisschen kaputt. Wie gesagt, ich war jetzt 3 Tage in Dresden, heute wieder heimgefahren, heimgekommen. So vor, keine Ahnung, 2 Stunden ungefähr. Aber alles tippitoppi. Kann mich nicht beklagen. So, jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich jetzt irgendwas in die falsche Schüssel schmeiße. Wurde auch draußen von Starkregen überrascht. Ja, ist nicht so cool. Okay, danke, immer gern. Gibt es noch Dresden-Bilder auf Insta-Nika? Nee, hab ich nichts gepostet, weil ich ja, wie gesagt, von der Arbeit dort war. Habe ich da nichts gepostet. Aber es ist eine schöne Stadt. Also kann man echt, also viele, viele alte Gebäude. Was aber auch krass war, also wie gesagt, wir haben so eine Stadtführung bekommen. Und da wurde ja trotzdem auch relativ viel zerbombt. Und die haben einiges auch wieder aufbauen müssen und aufgebaut. Aber es ist echt, also es ist eine coole Stadt. Nächste Woche gibt es das erste Mal Raclette bei uns. Oh, cool! Hast du wohl ein Raclette gekauft? Das stimmt. Mein Mod gerade so, da stinkt die ganze Bude. Das ist der einzige Nachteil, finde ich, bei Raclette. Das riecht wirklich immer extrem, ne? Schöne Stadt, vor allem abends, wenn das Licht brennt, sieht es da an der Elbe recht nice aus, aber selbst auch noch nicht da. Das stimmt, die haben ja auch ein Riesenrad. Ich weiß wieder nicht, wie es heißt. Es hat irgendeinen bestimmten Namen, glaube ich. Und das wird ja dann abends auch beleuchtet und so. Also sieht schon sehr schön aus. Grüße aus Dresden. Kommst du aus Dresden, Panflöten Trauma? Milo Vision. Ja. So, ich schneide das jetzt relativ klein. Dann muss es theoretisch auch nicht so lang dann kochen. Wieso also tut er das denn jetzt hier gerade raus, Dingskön? Ja. Habe ich natürlich gewusst und nicht nachgegoogelt, das Riesenrad. Ja. Nicht nur Raclette wird bei Freunden, also keine Arbeit, kein Geschirr und kein Geschirr. So macht man das richtig. Perfekt. Dann alles gut. Am besten immer Raclette bei irgendjemand anders machen. Dann hat man den Gestank nicht in der eigenen Bude. Aber es ist immer cool irgendwie so. Vor allem, man sitzt ja meistens recht lang, ne? Und das ist halt einfach super entspannt, irgendwie zu quatschen und nebenbei ein bisschen zu snacken oder zu essen. Das ist cool. So, eine IQ auf jeden Fall.
So, zwei Kartoffeln habe ich noch, die ich schneiden muss. Dann muss ich gleich mal gucken. Ich habe nämlich jetzt gerade die kleine Kamera gerade nicht an der, wie heißt es? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Nicht an der Powerbank angeschlossen, so heißt es. Kurz gedauert, sondern direkt hier am Kabel und am Strom, weil die fast leer ist. Deswegen, aber ich kann dann gleich umbauen, weil sonst kann ich die hier nicht wegnehmen, dass ich die dann trotzdem zum Herd rüberstelle, wenn wir alles in den Topf packen. Aber ich denke, so lange müsste es heute noch aushalten. Und dann muss ich unbedingt daran denken, dass ich wieder laden muss. Man kann gehen, wann immer man möchte. Top Move. Stimmt. So, letztes Kartoffelchen. Bist ja auch müde. Wieso? I know, Komplimente über Komplimente, aber dein Shirt ist echt niceness, das neu. Dankeschön! Habe ich schon ein bisschen länger, das habe ich nicht so oft an, aber ich finde es auch super cool. Es ist nur viel zu groß, aber es ist sau cool. Christian, hi, wie geht's dir? 63 Pinika ist die schönste auf Internet. Warum? Haben wir das eingestellt? Keine Ahnung. Ich glaube, das skaliert teilweise automatisch. Sehr gut, danke. Das freut mich zu hören. Ah ja, nochmal kurz zum T-Shirt. Ich habe 1080, ja, ne? Wir haben eigentlich, glaube ich, auch 1080 eingestellt. Aber es kann, ich glaube, das ist so, wenn du zum Beispiel schlechtes Internet oder sowas hast, dann, glaube ich, skaliert dir das teilweise automatisch runter. Irgendwie, die Alerts werden, glaube ich, nicht angezeigt, oder? Ich habe es nicht gesehen, The Quiet Tone. Und danke noch für deinen Follow von vor 7 Minuten. Das ist so ein bisschen Oberseite, das finde ich klasse. Die Frise ist mein Favorit heute mit dem Haarreif. Ist ein Haarband, aber da ist es super praktisch irgendwie. So, man hat die Haare so aus dem Gesicht und man muss nicht viel damit machen, so, aber es ist tatsächlich, ich finde es voll angenehm. Oversized, ja, hört sich lecker an, das Gericht. Ja, ich bin auch gespannt. Ich denke, das gut wird. Ich mag Kartoffelsuppe eigentlich voll gerne. Diese Kack-Autokorrektur. Alles gut. Ja, hier, ich finde, die Rückseite ist halt super cool hier. Das ist halt so hinten und vorne. Warte, wo ist es? Da ist halt nur so ein kleines Ding. Das ist tatsächlich Merch, so Merch-T-Shirt. Ich habe es mir viel, viel, viel zu groß gekauft, weil das war es wieder so, wie sagt man? Nicht One-Size, es ist... Also halt, es können sowohl Männer als auch Frauen so. Ist so ein, wie sagt man denn? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Unisex, dankeschön. Und ich habe es halt einfach viel zu groß gekauft. Aber ist cool. Wollte gerade einen schlechten Joke machen, weil ich dachte, jemand anderes streamt heute hier. Aber das ist halt dieselbe, die immer streamt. Die sieht heute irgendwie anders aus. Wieso? Wie sehe ich denn anders aus? Pandachen, hi! Ja, genau, Unisex. Es ist ich. Also man merkt, ich bin heute ein bisschen fertig. Mir fallen die Wörter nicht mehr ein. So, ich habe jetzt das ganze Gemüse geschnippelt. Man sieht zwar jetzt nur die Kartoffeln, aber da sind jetzt die Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln drin. So, ich wasche mir kurz die Hände und dann baue ich die kleine Kamera schnell um, sozusagen. Dass die... Wo ist denn? Da ist die Powerbank. Keine Ahnung, was anders ist. Ja, das musst du mir sagen. Ich sag doch, du bist platt. Ja, das stimmt. Aber das gebe ich auch offen zu. Wie gesagt, ich bin heute... wann hat mein Wecker geklingelt? Um 7 hat der Wecker geklingelt. Dann hatte ich bis 13 Uhr Fachprogramm heute noch. Tagung in Dresden. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es war nicht ganz 13 Uhr, aber so bis irgendwann mittags. Dann hätte man theoretisch noch Mittag essen können dort, aber ich habe gesagt, nee, ich fahre heim, weil ich nicht wusste, wie der Verkehr heute ist. Und dann bin ich heimgefahren und war so 4 rum, keine Ahnung, ich glaube, es war sogar 4:15 oder so, war ich dann zu Hause. Und jetzt streame ich, also ich bin ehrlich, bin heute ein bisschen fertig. So. Ja, ne? Okay. Dann müsst ihr mich heute ein bisschen aufbauen. Irgendwas passt mir nur nicht. Was?
Die Frage, braten wir es ein bisschen an? Eigentlich brauchen wir es gar nicht, ne? Eigentlich können wir, warte mal, direkt reinhaut. So. Und jetzt muss ich kurz ins Rezept schauen. Ich glaube, die machen 750 Milliliter Gemüsebrühe dazu. Genau, also ein Dreiviertel Liter Gemüsebrühe. Zusätzlich Salz, Pfeffer. Und wann kommt denn da die Sahne? Sahne kommt wahrscheinlich erst zum Schluss dazu. Ich muss mal kurz lesen. Brühe ablöschen, Salz, Pfeffer würzen, zugedeckt ca. 20 Minuten garen. Genau, mit Sahne verfeinern, dann kommt zum Schluss. Ich brate immer alles an, dann riecht es etwas nach Pommes, wegen den Kartoffeln. Das stimmt irgendwie. So. Also, jetzt schalten wir nochmal an. Also es ist erstmal nur Wasser. Ich lasse es, glaube ich, einmal kurz aufkochen und dann mache ich erst die Brühe rein, dass sie sich, war eigentlich ganz wenig, jetzt auch schon rein tun, ne? Ich mache immer hier so diese so Gemüsebrühe rein. Die ist sehr gut. Ja. Du könntest dann, also jetzt noch nicht, aber wir brauchen dann einen Timer. So für, ich glaube, wir brauchen keine 20 Minuten, aber so eine Viertelstunde ungefähr. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir sind heute faul und es wird heute schnell. Es gibt ein schnelles Rezept. Wir könnten dann aber trotzdem, ja, das Brötchen können wir dann machen in der Zwischenzeit. Ja. Was hat es bei euch heute zum Essen? Oder ich weiß nicht, habt ihr heute schon Abend gegessen? Wenn ja, was hat es gegeben? Und wenn nicht, was gibt's noch? Ja, sage ich dir dann Bescheid. So. Muss ich gut gucken. Guck mal, da kann ich da einen Löffel, ne? Oder zwei? Ein, okay. So, Tomatensuppe. Ach, auch eine Suppe. Das erste Mal macht aber nicht so satt wie Kartoffelsuppe. Ja, das stimmt. Das stimmt. Drei Schnitten, habe aber gerade eine Bolognese für die Tage gekocht. Ein Kilo, oh, nicht schlecht. Da kannst du ein bisschen dran essen, aber ist doch geil. Eisbeinreste mit Brokkoli und Kartoffeln. Timo, das hört sich auch gut an. Nee, esse nur Mittag, abends esse ich nichts mehr. Gar nichts, also gar nicht, gar nicht. Das ist schon krass. Ich habe heute irgendwie, das ist so das Problem, ich bin ja eigentlich so ein Mittagesser. Also ich, so Frühstück esse ich ja meistens nicht so. Oder wenn dann irgendwie, ich weiß nicht, mittlerweile hat sich so, also ich esse eigentlich kein Frühstück. Meistens fange ich mit Mittag an, aber dafür schon ein bisschen früher. So, glaube ich, kann man das ganz gut erklären. Aber dadurch, dass ich, wie gesagt, ich war ja heute unterwegs und dann habe ich kein Mittagessen gegessen. Und jetzt war ich zu Hause und habe jetzt irgendwie schon so Süßigkeiten und so einen Scheiß gegessen. Das ist dann immer das Problem. So, wenn ich dann irgendwie mittags nichts esse, dann fange ich meistens an so einen Scheiß zu essen. Morgen gibt's Milchreis. Schöne Stunde in Herdröhn, aber schmeckt so gut. Ja, das ist es dann wert. Nix, erst wieder am Mittag. Okay, krass. Selbstgemachte Pizza. Florian, cool. Machst du den Teig auch selber? Brunch-Soße. Das, so könnte man es gut nennen. Ja, das stimmt. Pfannengemüse und Hähnchenbrust auf gesund, low calories, you know. Oh, aber sehr gut, sehr gut. Und ich finde, das ist ein gutes Essen. Ich habe tatsächlich schon lange keine so eine, ich habe ja schon vorher gesagt, ich bin auch so ein Fan von so Reispfannen mit irgendwie Gemüse, mal mit Fleisch, mal ohne Fleisch. Aber ich finde so allgemein so Reis-Gemüsepfannen super, super lecker. Ich habe schon echt lange keine gemacht. Wobei es eigentlich auch super schnell geht. Das muss ich mal wieder machen. Ja. Ist es sehr dunkel im Bild oder geht das? Geht schon, oder? Sieht das, also ja, allgemein, ist es zu dunkel?
Marcel, danke für dein Follow. Ich muss, und wisst ihr, was ich immer noch nicht repariert habe? Meine Lichter, oder was heißt repariert? Hier, meine Lichterkette. Ich muss da immer noch neue Batterien reinmachen. Ich vergesse es jedes Mal. Das ist so schlimm. Nachmacherin, ja, ich stehe dazu. Teig geht eigentlich einfach für Pizza zu machen. Nur mit der Hefe muss man ein bisschen auf. Ja, genau, deswegen. Ich würde niemals Hefeteig machen, weil ich hasse Hefeteig. Also was heißt, nein, das kann man so nicht sagen. Ich finde Hefeteig sehr, sehr, sehr lecker. Er wird bei mir aber immer nicht. Deswegen mache ich, wenn ich sie selber mache, meistens so einen Quarkölteig. Ja. Weil diese fertigen Reistüten gehen echt schnell. Geht? Alles in einen Topf hauen und aufkochen lassen? Ja, machen wir heute so. Vollpottgerichte sind bei mir stark im Kommen. Ja, bei mir auch. Das ist hervorragend. Also, es ist wirklich, es ist super, super cool. Kann man ja teilweise auch kann man ja auch mit Nudelgerichten machen. Aber auch mit Reis geht das immer voll gut. Und, keine Ahnung, wie gesagt, Gemüse, Fleisch. Keine Ahnung, kann man ja mit Hühnchen oder Hackfleisch oder auch nur mit Gemüse machen. One-Pot-Nike heißt sie schon, ja, ist echt so. Aber solche Sachen sind einfach, es ist einfach praktisch so, das muss man jetzt mal so sagen. Ich sag mal, sie gehen meistens recht schnell. Und ich finde sie aber deswegen nicht schlecht oder schlechter als andere Sachen. Die schmecken mindestens genauso gut. So, ich gucke nochmal. Doch, also ich habe auf jeden Fall voll aufgedreht. Es dauert einfach ein bisschen, bis es aufkocht. Aber wenn es dann mal kocht oder aufgekocht ist, dann können wir den Timer starten. Und ich würde es auf jeden Fall, ach, ihr seht es gar nicht, ich habe auf jeden Fall meinen Pürierstab hier. Also ich möchte die pürieren. Ankochen, Restwärme, gegart, auch energiesparend. Das stimmt, du hast recht. Ich habe es auch relativ klein geschnitten, deswegen denke ich, braucht es auch gar nicht so lange. Und ich will es dann, wie gesagt, pürieren. Und dann hier, ich habe auch noch die Sahne da. Also wir verfeinern heute mit Sahne sozusagen. und dann müssen wir halt noch abschmecken. Also es muss auf jeden Fall noch Salz, Pfeffer rein. Mal gucken, was wir sonst noch so reintun. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich habe auch noch Petersilie im Kühlschrank. Die könnte ich noch raustun. Wie sieht es eigentlich mit Sport bei dir aus? Frage nicht. Ich weiß, ich habe es mir jetzt aber eigentlich schon wieder ein paar Mal so in den letzten Wochen gedacht, ich müsste jetzt tatsächlich mal wieder anfangen und es durchziehen. Ja, Muskat passt immer, das stimmt. Steht, glaube ich, tatsächlich auch im Rezept. Habe ich auch da. Also Sahne-Kartoffelsuppe, ja, sozusagen. Ein Kochen ist der beste Sport, jawohl. Das ist mein Motto. Nee, ich müsste wirklich wieder ein bisschen was machen. Also ich muss ja gar nicht, oder man muss es ja nicht übertreiben, aber ein bisschen was. Bei Kartoffelsuppe unbedingt Liebstöcke. Hätte ich jetzt gar nicht reingemacht. Nach der Fahrradtour nach Dresden kann sie sich auch... Ja, genau. Dann bin ich tot danach. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe noch frische Petersilie nämlich tatsächlich da. Weil ich habe nämlich jetzt auch so ein Suppengemüse angefangen. In meinem Smoothie ist Orangenschalenpüree drin. Muss das gut finden? Das weiß ich nicht. Also müssen tust du es definitiv nicht. Aber ich weiß nicht, ob sie schmeckt oder nicht. So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Petersilie. Die können wir dann oben noch drauf tun. Schmeckt, finde ich, auch immer voll gut. So. Resteverwertung. Nein, hallo, das war neu. Ich habe da die Karotten, die ich geschnitten habe, habe ich da tatsächlich raus. Weil, ist kein Witz, ich wollte halt einfach nur normale Karotten kaufen. Aber irgendwie hatten die, das waren nur so richtig schlechte schon, sage ich jetzt einfach mal. Die haben nicht mehr gut ausgeschaut. Und dann wollte ich die nicht kaufen und dann hatten die noch so ein Suppengrün. War billiger und hat besser ausgeschaut. Gut, jetzt habe ich noch andere Sachen und muss mal gucken, was ich noch damit anfange. Aber, viele machen auch Majoran. Ja, Majoran will ich auch gut finden. Daniel, moin moin und vielen, vielen lieben Dank für den 6. Monat, ein halbes Jahr schon für den Resub. Das freut mich sehr. Warte, ich schreibe dich auf die Tafel. So, Farbe. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich meinte die Orangenschalen. Ob die dir schmecken müssen? Naja, das ist Geschmackssache. So, es kocht. Ich muss es kurz auf jeden Fall runterdrehen und wir können den Timer starten.
Ich muss jetzt kurz den Daniel draufschreiben hier, sonst komme ich durcheinander. So, nochmal Dankeschön. The man was old, guten Abend, wie geht's dir? Mit der Resteverwertung, Nika. Ach so, aber ich hab doch... Ach, jetzt check ich's. Flohwerk, nein, Flohwerk oder Flohwerk? Flohwerk, vielen lieben Dank für deinen Sub mit Prime. Freut mich, dass du da bist. Schön, dass dir gefällt. Und Timo, danke noch für deinen Follow. Ich glaube, ich komme gerade nicht ganz mit. Extreme. Ja, stimmt hier. Noch ein Sub oder irgendwas, dann startet der Hype Train. Nochmal zur Resteverwertung. Ich check's gerade nicht. So, ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Es tut mir leid. Meinst du, dass ich die Orangenschale verwerten muss oder du? Ui! Jetzt ist der Hype-Chain losgegangen und The Quiet Tone hat subscribed und The Raw. Vielen, vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Auch schön, dass ihr da seid und es euch gefällt. Warte, jetzt muss ich alle aufschreiben. Der ist schon da, ja. Bis ich überhaupt was sag. Quiet One, ja. Hab ich... Oh, sorry, wenn ich mich gerade versprochen habe. Pürieren mir die Kartoffelsuppe eigentlich noch? Ach so, Quiet Tone, es tut mir leid. Das ist so schwierig, wenn das zusammengeschrieben ist. So, wartet, jetzt muss ich aufschreiben. Also. Ihr müsst kurz auf mich warten. So. Ein nach dem anderen. Beste Reaktion. Ui! Ja, ich freue mich. Hallo? Es ist 1985. Und The Rock. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für die Subs. Freut mich wirklich sehr. So, jetzt dürft ihr weiter chatten. Jetzt bin ich wieder am Start. Was auch geil wäre, Nika, Kartoffelsuppe in angerösteten Nordseekram. Aber ich mag keine Krabben. Kann es nicht etwas schneller gehen? Wir warten, sorry. Pirischer Blick bereit, aber erst muss man kochen. Ja, genau, genau. Also oben rechts quasi läuft der Timer, so lange muss es noch kochen. Wenn der durchgelaufen ist sozusagen, dann pürieren wir. Alte Frau, hallo? Bester Jahrgang 1985. Wenn ihr das sagt, dann glaube ich euch das. Wir haben Hunger. Ja, ich auch. Ich auch. Das ist jetzt tatsächlich auch so... Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe heute irgendwie so Süßigkeiten und so ein Zeug halt einfach schon gegessen. Aber das ist jetzt dann so das, die erste anständige Mahlzeit. Deswegen, ich freue mich tatsächlich auch drauf. Kartoffelsuppe in angeröstetem Brot. Das würde doch... Also ja, gut, wenn man es oben dann sowieso Croutons oder sowas, das dann gut. Krabben sind so krabbelig. Ja, richtig. Das ist auch mein Problem. Bei Kartoffelsuppe bekomme ich auch wieder Hunger. Das ist tatsächlich so. Kartoffelsuppe ist irgendwie so ein super, super einfaches Essen. Aber ich glaube wirklich, fast jeder mag es eigentlich. Also ich weiß nicht, ich bin allgemein ein Suppenfan. Bin ich ganz ehrlich. Monster auch schon getrunken, habe ich tatsächlich heute schon im Auto getrunken, ja. Aber das ist schon wieder, der hat keine Wirkung mehr. Heute bin ich durch. Jupp, genau. Was Süßkram vor dem Hauptgang, oh, das fühle ich. Ja, wie gesagt, ich war in Dresden. Bin halt heute heimgefahren, habe deswegen Mittagessen ausfallen lassen, weil ich halt nicht wusste, wie ich durchkomme mit dem Verkehr und so weiter. Habe ich mir gedacht, ja, fahre ich lieber ein bisschen früher los. Und deswegen habe ich halt kein Mittag gegessen. Ja. Und dann war ich zu Hause und dann hatte ich da Gummibärchen. Und dann habe ich Gummibärchen in mich reingestopft. Sind Spinnen einfach kleine Graben an Land? Man weiß es nicht. Stark im Porsche? Ja, in meinem Traum vielleicht. Nee, in meinem ganz normalen Auto. Ich habe ein Polo. So, hier, Stift weglegen. Was müssen wir jetzt alles noch machen? Wir müssen jetzt die Petersilie schneiden. Damit die Suppe schneller kocht. Damit die Suppe schneller kocht. The Quiet One. Vielen, vielen lieben Dank noch für die 100 Bits. Dankeschön. Polo ist nice. Ja, ich muss sagen, ich mag mein Auto. Ich habe es jetzt dann fast ein Jahr. Ich habe mir das letztes Jahr, also gebraucht, gekauft. Aber der war noch... Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, der war 3 Jahre alt. Also noch relativ neu. Und ich finde, das ist ein schönes Auto. Ich bin absolut zufrieden damit.
Porsche Polo, oder? Ja, das ist das Gleiche. Gummibärchen passen auch zur Kartoffelsuppe. Nee, gar nicht. Spaß. Bären sind nicht vegan. Oh, welches Baujahr? Also, ich glaube, dass er... Der müsste, glaube ich, ich kann es hier nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, der müsste jetzt 4 Jahre alt sein. Ein Kfz-Mechatroniker muss immer alles ausfragen. Ist okay, aber da... Oh Gott. Also, ich kann dir sagen, dass es ein Diesel ist. Dein Schaltauto. Und ich glaube, dass es jetzt 4 Jahre alt ist. Müsste dann 2017 sein. Ja, richtig. Ja. Porsche gehört auch zu VW. Ja, ich sag ja, das ist hier Porsche, Polo, quasi alles das Gleiche. Stimmt, halt, der davor war Automatik. Ja, richtig, ich hatte davor ein Automatikauto. Und ich habe mich auch anfangs sehr, sehr schwer getan, damit zu fahren. Ich glaube, die Story habe ich ja schon mal erzählt. Und der Hype Train ist abgeschlossen. Dankeschön. Nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Nochmal danke für den Cheer, für die Subs. Freut mich wirklich sehr. Vor allem, dass es euch gefällt und ihr gern seid. Ja. Die Modelle sind schon richtig gut. Die haben sogar Rückwärtsgang. Ja. Was mein Auto alles kann. So, ich glaube, das reicht sogar. Das ist relativ viel Petersilie. Ja. Ah, warte. Das hier noch? So. Genau wie Fiat ein Ferrari ist, ist der Polo ein Porsche. Ja, genau so. Wir haben mal Brennnesselsuppe im Brötchen auf einer Kräutertour gehabt. Auch nicht schlecht. Oh, hört sich super cool an, muss ich sagen. Mein Auto wird 20 Jahre. Oh, krass. Und fährt es noch gut so? Oder ich glaube, das kommt voll aufs Auto drauf an. So manche, glaube ich, kannst du gefühlt ewig fahren und manche fangen halt irgendwann an rumzuzicken, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch Schaltwagen fahren kann. Seit Jahren nur noch Automatik. Ja, bei mir war es ja so. Also ich habe meinen Führerschein halt ganz normal mit dem Schaltauto gemacht. Und ich war dann schon 18, als ich quasi fertig war mit meinem Führerschein. Das heißt, ich hatte das und ich hatte mir das Auto quasi schon gekauft. Ich hatte einen Smart als erstes Auto und der war halt Automatik. Das heißt, ich bin mit meinem Führerschein fertig geworden und habe halt direkt das Automatikauto gehabt. Und das hatte ich halt jetzt 5 Jahre. Ja. Und bin halt jetzt letztes Jahr quasi halt dann auf das Schaltauto umgestiegen. Und ich hatte am Anfang wirklich Probleme. Also bin ich absolut ehrlich. Schon Strafzettel kassiert? Oder ist es bis jetzt noch nicht? Also das gebe ich ehrlich zu. Aber nein, bis jetzt noch nicht. Bis noch nicht. The Man Who's Old, vielen, vielen, vielen lieben Dank für 10 Monate schon. Krass. Bald ist es ein Jahr. Kann mich nicht beschweren. So, warte, ich muss dich kurz aufschreiben. Was haben wir jetzt? Schwarz. Schwarz wie die Nacht. Sieht man? Ja, man sieht die ganze Tafel. Jetzt hatte ich gerade kurz Sorge, ob man das auch sieht. Kommt auf den Besitzer an, wie er sein Auto über die 20 Jahre behandelt hat? Das stimmt, ja. Hatte Autos, die waren wie neu, aber gab auch welche, die man nicht einsteigen wollte. Kann ich verstehen, ja. Kommandant, Hallöchen, wie geht's? Nika, so mit 5000 Umdrehungen im ersten Gang, wann schaltet der endlich in den zweiten? Nee, das war tatsächlich nicht das Problem. Ich hatte eher das Problem, dass ich immer zu schnell von der Kupplung runtergegangen bin. Ich habe dieses Gefühl nicht mehr so gehabt und dass er mir dann halt teilweise abgefreckt ist. Ja, das und dann, das war halt dann auch so, gerade wenn man dann an der Ampel steht oder sowas, also mir geht es zumindest so. So, du stehst an der Ampel und dann ist dir das Auto abgefreckt. Dann denkst du dir so, okay, Ruhe bewahren, anmachen, langsam und dann, wenn es dir nochmal passiert und dann bin ich so nervös und ich finde das so unangenehm, dann ist das, ach, das ist Drama. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber das war für mich echt Stress pur. Und ich musste echt da wieder reinkommen. Hallo Nika, was würdest du nehmen beim nächsten Auto, wenn manuell Automatik gleich viel kosten würde? Ich glaube, ich würde wieder ein Automatikauto nehmen, weil es trotzdem entspannter ist. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt da wieder drin bin und dass ich sagen kann, ich kann beides fahren. Aber ich glaube, entspannter ist es trotzdem, mit einem Automatik zu fahren. Wo kaufst du dein Telofix?
Wir haben Bio-Supermärkte, die das haben. Ja, also ich kaufe es im Bio-Supermarkt. Ich glaube, man kann es aber auch. Ich weiß nicht, ob es mal. Ob, ich glaube, teilweise haben das auch so Rewe oder Edeka könnte das auch haben. Da muss man ein bisschen gucken. Im Notfall kann man es auch online kaufen. Aufgeregt, da hört man raus, woher du kommst. Ey, abgefreckt. Ach so. Nördlich sagt man abgesoffen. Ja, aber ihr versteht mich. Das ist bei vielen so, das legt sich ja, wenn man länger fährt. Ja, richtig. Also das war mittlerweile, wie gesagt, ich habe ihn jetzt schon lang nicht mehr abgefreckt, abgewürgt, wie auch immer. Das war halt wirklich am Anfang einfach, weil ich es halt überhaupt nicht mehr gewohnt war. Gut, nach 5 Jahren ist es, glaube ich, auch verständlich. Ich bin in der Zeit kein einziges Mal ein Schaltauto gefahren. Es war einfach eine super Umstellung. Aber mittlerweile ist es ganz entspannt. Also, ja. Aber ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der Autofahrer, der sagt, ich muss dieses Schaltgefühl haben oder so. So manche Männer sagen, ja, sie würden nie ein Automatikauto fahren. Oder auch manche Frauen. Da bin ich mehr so, ist mir egal. Ich glaube, bequemer, angenehmer ist es noch im Automatikauto. Gerade wenn man so in diesem Stop and Go oder sowas oder halt im Stau, ja gut, Stau ist wieder was anderes, aber so dieses Stop and Go, da ist es schon ein bisschen nerviger, wenn man schalten und kuppeln muss. Na sowieso, die kleinen regionalen Unterschiede sind doch so toll. Ja, ich finde es auch eigentlich ganz cool. Mann, ich muss 40 Euro zahlen, welchen Parkhaus das Parkzettel ich hinter die Windschutzscheibe gelegt habe. Oh, das ist ärgerlich. Ich fahre beruflich recht viel, bin um die Automatik echt dankbar. Schalten macht zwar Spaß, aber mir ist die gescheite Automatik lieber. Kann ich verstehen, absolut. 1:1 meine Reden, Automatik ist viel angenehmer. Ja schon, oder? Automatik, da laufe ich lieber. Nee, also ich, wie gesagt, so schalten ist okay, wenn man sich wieder daran gewöhnt hat, alles gut. Aber Automatik ist definitiv angenehmer. Gerade wenn man geschäftlich unterwegs ist und viel, ja. Gerade so, ich weiß nicht, so Außendienstmitarbeiter oder weiß ich nicht, halt allgemein, wenn man viel unterwegs ist, also kann ich absolut nachvollziehen, dass dann so eine Automatik einfach, ja, einfach angenehmer ist. Monika, na, wie geht's dir? Fusselhante, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. So, ich muss jetzt noch hier unser Brötchen, ich probiere das jetzt, ne? Aufschneiden und aushöhlen. Meine Tante aus den USA ist aktuell zu Besuch, die kann mittlerweile auch keinen Schaltwagen mehr fahren. Ah, wie cool! Aber schön, dass deine Tante zu Besuch ist. Und ja, kann ich verstehen. Wenn man das überhaupt nicht mehr macht, ist das super komisch so. Und man stellt sich am Anfang ein bisschen an. Ich spreche aus Erfahrung. Kommt er mit dem Diesel noch überall durch, wegen Fahrverboten teilweise manchmal? Bis jetzt habe ich kein Problem mehr. Ich sag mal, der hat ja auch die Plakette. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, eine grüne Plakette hat der. Ja, ich glaube schon. Gibt eigentlich keine Probleme. Hast du die Mikrowelle schon getestet? Ja, aber ich bin immer noch am Überlegen, wo ich sie hinstelle. Ich glaube, ich muss das mal noch ausprobieren. Ich muss da noch ein bisschen umräumen, weil ich am Überlegen bin, ob ich die hier hinstelle oder vielleicht da oder doch da. Und dann eventuell hier unten noch umräumen. Deswegen, dann muss ich mir mal noch ein bisschen Zeit, wahrscheinlich am Wochenende oder so, nehmen. Gleich ist die Suppe fertig und das Brötchen nicht. Ja, ich macht nichts. 30 Jahre kein Schaltwagen mehr gefahren. Ja, ist schön, dass sie da ist, aber nächste Woche fliegt sie auch schon wieder. Ja, aber ich kann es, also wie gesagt, absolut nachvollziehen mit dem Schalten, dass man das verlernt. Ja. Automatik wird verbrannt. Da! In den USA gibt es ja eh so gut wie kein Schaltgetriebe. Das ist genau andersrum wie hier. Ja. Also ich kann so auch, wie gesagt, ich bin da auch absolut bei Pro-Automatik sozusagen. So, ich schneide. Ah, warte. Ja. So, also ich. Ach, ihr seht es nicht, ne? Also ich habe das jetzt so, also wirklich, dass wir quasi. Ich halte es mal kurz hier hin. Dass wir quasi noch viel von der Semmel haben. Also man sieht so hier dünner Deckel, weicher. Weich, sage ich schon. Großer Boden. Lobone, Mann. Danke für dein Follow. So, und jetzt noch kurz aushöhlen. Dass wir da, also ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Ja, und? Ja. Huch. Ich mache eine Sauerei auf jeden Fall. Ja.
Alarm! So. Alarm! Aber es funktioniert zumindest gut so. Warte, jetzt habe ich ihn ausgehöhlt. Oh. Da ist noch was rausgefallen. ach komm, die Suppe, das Brötchen. Ja, das ist der Plan. Im Panzer gibt es eben keine Automatik. Ich finde es auch kritisch, dass man mittlerweile Führerscheinprüfung mit einem Automatikwagen fährt. Ja, aber wenn du das machst, dann darfst du auch wirklich nur Automatikautos fahren. Also dann darfst du kein Schaltauto fahren. Deswegen, ich würde nie den Führerschein mit einem Automatikauto machen, weil du dann halt kein Schaltauto fahren darfst. Und wenn es halt irgendwann mal dazu kommt, bei Mietauto oder was auch immer, wäre das ja irgendwie schlimm. Die Kisten kannst du auch in eine große Kanone stecken. Was ist es? Ein UFO, ein Koro? Nein, ein gleich platzender Automatikwagen. Ach, Kommandant. Nein, mittlerweile nicht mehr. Man darf nach ein paar extra Fahrstunden auch den Schaltwagen fahren. Ach, tatsächlich? Dann kannst du schon das bevorstehende Kürbis aussehen. Eben ja, richtig. Ich meine, den Unterschied gibt es nicht mehr seit dem Jahr, Nika. Also wenn du den Führerschein jetzt machst. Ach, okay. Krass, okay, dann... Gut, das ist schon ein bisschen her mittlerweile mit meinem Führerschein. Ich weiß, dass es damals auf jeden Fall noch so war, aber ich glaube, das gab es, also ziemlich sicher, dass es das auch schon gab. Wurde letztes Jahr geändert, das habe ich, darf nur Automatik. Ich habe erst wieder Führerschein gemacht, aber das kenne ich nicht. Ja gut, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber also bei mir war das damals so, ziemlich sicher. Also, dass wenn man Automatikführerschein gemacht hat, dass man auch nur Automatik fahren durfte. Gut, wenn man dann so extra Fahrstunden oder sowas machen kann, ja. Dann kann das schon sein, dass es dann wieder so eine Sonderregelung oder sowas gibt. Und mein Alarm ist durch. Das kann ich auch noch. Ja, ne? Okay, gut. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle hier Schwachsinn. So, wir holen mal. Ich mache einen Untersetzer. Ja doch, ich hole einen Untersetzer, dann stelle ich hier den Topf hin, dass wir mal noch pürieren können gleich. So. Ich mal gucke. Ich mache ihn auch kurz aus. So, warte. Ich hole es. Dürfte ich die Aufmerksamkeit wieder auf die Suppe lenken? Ja, richtig. Nicht nur der Alarm ist hier durch. Ach. Du wieder. So. Jetzt kann ich auch jetzt nochmal das Brötchen kurz hier runterhalten, damit ihr das seht. Also so sieht das jetzt gerade aus. Ich glaube, in der großen Kamera ist das immer ein bisschen schwierig. Ja. Ich stimme euch zu, nur es wurde vor kurzem noch geändert. Ich weiß es, weil mein Bruder den gerade gemacht hat. Okay. Das steht dann im Führerschein. Ich glaube, das steht irgendwo drin. Oder nur mit dem Stampfer klein machen. Ich nehme den Pürierstab. Wow, ein Brötchen! Aber ein ausgehöhltes Brötchen, wo wir die Suppe reinmachen. Normale Fahrstunden mindestens 10 zusätzliche Fahrstunden vom Sitz am Schaltfahrzeug absolvieren. Vor ihrer Prüfung müssen die Schaltfähigkeit in einer mindestens 50-minütigen Testfahrt in der Fahrschule nachweisen. Okay. Möchte mir erwähnen, dass ich von der Suppe gesprochen hatte. Ja, yeah. Wieder was gelernt. Danke. Ja, das stimmt. Das ist gut. Man kriegt es halt auch nicht mehr so mit, ne? Weil ich sag mal, viele haben, oder die meisten werden wahrscheinlich ihren Führerschein haben. Man beschäftigt sich auch nicht mehr so damit, ne? Man kennt es halt, wie es mal war. Und dann. Aber ja. Auch nicht schlecht. So. Für die, die es noch nicht wissen, der Pürierstab ist immer sehr, sehr, sehr laut. Deswegen mute ich mich, aber ihr seht mich ja, also sowohl in der großen als auch der kleinen Kamera. Wie gesagt, ich püriere es einfach nur, aber ich mute mich, sonst fallen euch die Ohren raus. So.
So, theoretisch müsstet ihr mich wieder hören. Ja, genau so. Für mich hier passt mit der Musik. Oh, das kenne ich. Die Ampelphase ist viel zu kurz. Röchel, 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 tun wir. Mein Führerschein steht in meinen Beschränkung 68a. Beste Fahrschulmusik ever. Der freut mich, da war ja gerade genau das richtige Lied anscheinend da. Oh Mann. So, also es püriert. Hat ganz gut funktioniert, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir noch die Sahne an. Und dann müssen wir abschmecken vor allem. Also ich habe ja bis jetzt noch gar nicht, ich habe vor allem bis jetzt auch noch kein zusätzliches, kein zusätzliches Salz, kein zusätzliches Pfeffer dazu getan. Und wie gesagt, Muskatnuss auf jeden Fall. Majoran finde ich auch sehr gut. Die Petersilie kommt dann, die würde ich so oben drauf dann noch so, also wir können ein bisschen was reintun und wir könnten auch so ein bisschen was oben drauf dann noch tun. So, tun wir schnell. Ich nehme jetzt den Löffel hier, mit dem ich gerade ausgefüllt habe. Dann wird es insgesamt auch gleich wieder ein bisschen flüssiger. Da kann man auch ein bisschen so mit spielen. Also wenn man Sahne oder sowas dazu gibt, je nachdem wie viel man reintut, wenn es zum Beispiel jetzt eine zu dickflüssige Konsistenz geworden ist durchs Pürieren und manche das ja nicht so mögen, also je nachdem, man kann natürlich auch einfach mal Wasser oder Brühe dazu tun, aber man kann das auch mit der Sahne eigentlich ganz gut dann ja machen. Halt je nachdem wie viel ihr dazu gibt, umso flüssiger wird es auch direkt wieder. Ach, sie kleister, lecker Pudding. Maggi? Ja, ich bin tatsächlich auch ein großer Maggi-Fan, weil die Brühe schon salzig war. Ja, aber wir müssen mal gucken, wie stark. Wieso ist die Lichterkette eigentlich aus? Sind die Buddies noch immer leer? Yep. Schalte Nachtsicht ein. Gibt es eventuell noch was Schnelles mit Nudeln? Mag heute keine Kartoffeln. Ja. Einfach nur Nudeln mit Tomatensauce oder sowas. So ganz, ganz, ganz schnell gemacht. Oder Schinkennudeln. So Nudeln kochen, in eine Pfanne hauen, ein Ei drüber, ein bisschen Schinken dazu. Ist auch super lecker. So, ich probiere jetzt einfach mal ganz kurz. Also ich habe jetzt noch nicht nachgewürzt. Das ist nicht schlecht, aber ein bisschen fad, würde ich sagen. Also wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen was Würziges ran. Also Muskatnuss. Ich habe hier Muskatnuss gemahlen. Bist du 16? Das steht eigentlich für Alkohol. Ich glaube, du meinst 78. Die sind doch schon bestimmt Monate leer. Mann, junge Frau, ändere das mal. Ich versuche dran. Ich vergesse es tatsächlich immer. Ich leide schon an Alzheimer, Kommandant. Warte, ich schaue nochmal. Nudelauflauf, auch mal cool. Ja, das stimmt. Das stimmt. Könnten wir auch mal irgendwie machen. So. Jetzt mal ein bisschen was rein. Wo habe ich das? Salz, das Pfeffer. Ich hau jetzt einfach mal so ein bisschen noch von allem etwas ran und rühre dann gleich. Und dann müssen wir noch mal schmecken, wie es dann ist. So. Wie gesagt, wenn man jetzt noch so Schinken oder Würstchen oder sowas zu Hause hat, passt auch immer hervorragend dazu. Ich möchte oben dann noch so ein bisschen Petersilie drauf machen. Das sieht auch fürs Bild da meistens ganz schön aus. Und es schmeckt tatsächlich auch sehr gut. Also wenn man die auch einfach dann reinrührt in die Suppe, sehr lecker. Ups, hast recht, 78. So. Ich finde, da kann immer noch mehr Salz dran. Aber sonst ist es schon sehr gut. Sie hofft auf Batterie-Donation oder Care-Paket. Ja, ich möchte ein Care-Paket. Viele machen auch etwas geschlagenes Sahne als Topping oben. Das stimmt, das sieht auch immer super cool aus, ja. Das andere wäre so ungewöhnlich. Das wird nach Fahrverbot mit Alkohol eingefügt, nachdem du den Führerschein verloren hast, beziehungsweise wurde. Oh, aber nicht von mir. Nee, von dir denke ich nicht, dass ich sowas bekomme. So,
hat tatsächlich auch eine sehr schöne Farbe bekommen. Mir ist schon ein paar Mal, wenn ich zum Beispiel zu viel, oder was heißt zu viel, halt einfach mehr Karotte noch dazu tue, dann wird das meine Kartoffelsuppe schon mal richtig, oder was heißt richtig, also sehr orange ausgeschaut hat. Ich meine, deswegen war sie trotzdem gut, aber so farblich, ich finde, ist sie heute auch sehr gut geworden. Waren jetzt nur 2 Karotten, glaube ich, drin. So. Und über 500 Gramm Kartoffeln. Oh, das war heiß. Aber ist gut. Jetzt ist... Es schmeckt gut. Also wie gesagt, ich bin Fan davon, wenn es auch ein bisschen ja, dickflüssiger ist, die Suppen. Das ist für mich okay. Wie gesagt, wenn es euch zu dickflüssig ist, macht einfach noch mehr Flüssigkeit dran. Deswegen meinte ich sehr ungewöhnlich, wenn der 68 gestanden hätte. Ja. So. Jetzt müssen wir uns vorbereiten. Also probiert habe ich jetzt ja schon mal. Wir wissen, also ich finde es gut. Und es ist super schnell gegangen. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde live. Und sie ist eigentlich schon fertig. Also hier an der Stelle, check. Jetzt probieren wir das noch kurz mit dem Brötchen. Und da muss ich gucken, dass ich dann auch noch ein Foto... Also ich möchte auf jeden Fall ein Foto dann von dem Brötchen, also von der Suppe im Brötchen machen. Ich hoffe, dass das cool aussieht. Mal schauen. brauche einen kleinen oder einen großen Schöpfer. So, die Stunde der Wahrheit. Ich nehme mal vorsichtshalber... Oh, der Teller ist nicht ganz sauber. Naja. Ich tue es vorsichtshalber in den Teller, falls es auslaufen sollte. Ich glaube, das sieht sehr gut aus. Oh, danke. Sag Tippfehler, du hast dich vertippt. Ja! So, okay. Oh Gott. Bisschen Angst. Vielleicht kommt die Suppe gleich wieder irgendwo durch. Nee. Es hält. Guck mal, es hält. Bis jetzt. Also sie ist, wartet, hier, der Beweis. Die Suppe ist im Brötchen und es ist bis jetzt nichts durchgekommen. So, das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell raiden und den Stream beenden, dass ich ein Foto machen kann. Hier, jetzt wird Stress pur. Okay, kann das? Kein Vertrauen in die eigene Arbeit. Doch, ich hab nur kein Vertrauen ins Brötchen. Also auf der Wishlist keine Batterie, nur ein Wischroboter? Nö. Wenn ich dann das Brötchen einfach in den Topf und voilà. Stimmt. So schnell wird es nicht gehen, aber Foto sollst du vielleicht in den nächsten 30 Minuten machen. Ja, ich gebe mir Mühe. Die Suppe ist so dick, da kommt nichts durch. Vergiss das Grünzeug drüber nicht. Das mache ich gleich noch dran. Sieht super lecker aus. Dankeschön, das freut mich. Also es schmeckt auch wirklich gut. Ja. Ja. Soli, Hallöchen, schön, dass du noch reinguckst. Klingt wie so ein verdeckter Code. Nein, so war das nicht gemeint. Chill, Bussi, ja, sieht gut. Nee, also es schmeckt wirklich lecker. Also wie gesagt, das ist halt, finde ich, so ein Essen, was echt schnell geht. Und wie gesagt, ich bin Suppenkasper sozusagen. Ey, ich stehe total auf Suppen. Geht schnell, schmeckt gut. Ich versuche euch jetzt noch ein schönes Foto zu machen und dann werde ich meine Suppe in meinem Brötchen genüsslich verspeisen noch. Aber ob es auch schmeckt, müssen wir blind glauben. Das hier, ich mache immer die ganzen Rezepte in den Discord. Ihr könnt nachkochen und selber beurteilen. Nika löst den Code Kartoffelsuppe im Brötchen aus, leitet das Raiden ein. Ja, und zwar, wir raiden zum Rex rüber. Der spielt nämlich auch gerade Juwald, habe ich gesehen. Den Teller kann man mitessen. Ja, einmal reinbeißen. Es knuspert nur immer so. Wer hat schon Squid Game geschaut? Ich nicht. Ja, genau. Also nächstes Stream Freitag, wie immer. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Wenn ihr Zeit habt, wie gesagt, Freitag 15 Uhr. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeiguckt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend allen zusammen und bis dann. Tschüss.